Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Erdadum zu einem neuen Let's Test, einer neuen, na, nicht ganz so neuen, aber einer für meinen Kanal neuen Demo-Version für die Nintendo Switch. Eigentlich hatte ich heute vor, mit euch Pokémon Gelbe Edition weiterzuspielen, aber ich hatte keinen Bock, meinen 3DS rauszuholen und die Switch stand gerade so bereit und da habe ich mir gedacht, spielen wir eine Runde. Ja, was ist's denn auf Deutsch? Ja. Ja, okay. Damals. Monopoly! Für Nintendo Switch die Demo-Version. Ja, ich glaube, wir testen es heute mal aus und ja, okay, das habe ich schon mal gespielt. Ich hoffe, ich darf es nochmal spielen. Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldadum zu einem neuen Part Pokémon. Die Game-Edition mit dem Zwergenfürst. Jetzt aber wirklich. Ich glaube, ich muss das einfach mal reinschneiden. Es ist hier gerade was sehr Verrücktes passiert. Ja. Wir sind hier in der, ich glaube, 7. Arena. Wenn mich nicht alles täuscht. Schon ein ganzes Stückchen, ja, in der 7. Arena. Ein ganzes Stückchen weiter als in Pokémon Let's Go Evoli. Und ich würde mal sagen, heute kämpfen wir uns hier zu Tode gegen den Arena-Leiter und ja, kämpfen, bis wir das Ganze gewonnen haben. Feuer-Pokémon. Versuchen wir mal mit unserem hoffnungslos unterlevelten Team mit Sherlock vor allem gegen die Pokémon zu kämpfen. Ich tausche mal gerade hier Sherlock an den Anfang und ja, geben wir das Beste. Ich bin Pyro, der Arena-Leiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in den Flammen aufgehen. Ja, das haben wir, glaube ich, schon im letzten Part der einige Tage, ich würde sogar Wochen oder Monate behaupten, her ist, schon gesehen. Aber ja, heute werden wir es dann hoffentlich mal hinkriegen oder dran verzweifeln, dass wir beim 4. und 5. Versuch noch nicht zurechtkommen. Mal sehen, wie es wird. Wird das ein Rage-Quit-Part oder wird es ein erfolgreicher, guter Part? Feuerhelder sollten wir parat haben. Ja, gut. Ich bezweifle stark, dass wir das haben. Aber ja, Pyro möchte kämpfen. Pyro setzt Volona ein. Zwecki setzt Sherlock ein. Level 28 gegen Level 48. Das kann ja nur schief gehen. Das kann ja nur in die Hose gehen. Bis wir das schaffen, hier erfolgreich aus dem Kampf hervorzugehen, kann es sich ja nur noch um Stunden handeln. Ja, Blizzard, versuchen wir es mal. Flammenwurf, ja, das dürfte nicht allzu effektiv sein bei Sherlock. Trotzdem, er ist wahnsinnig unterlevelt und es war ein Volltreffer und Yippie. Wetten, wir haben keine Beleber mit dabei. Warum denn auch? Warum sollte man einen Beleber mit dabei haben? Ich würde mal Ruckzuck-Keep nehmen. Weil ich vermute, dass Elektroattacken gegen Feuer ja, vielleicht nicht ganz so genial sind. Ja gut. Weil es die anderen Attacken auch sind. So Pikachu besiegt. Sieht doch mehr nach einem Rage Quit Game aus. Georg.
Ja, das könnte durchaus ein schwerer Kampf für uns werden, für mein Team. Ja, er ist zumindest Level 41. Immerhin. Na komm. Du hältst das aus, du hältst das hin, Georg. Na, super, Schaufler. Bringt's doch was. Auf jeden Fall. Wie viele Pokémon hast der? Drei. Okay. Es wird spannend. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Galopper. Na komm. Verbuddle dich. Stampfer. Oh wei. Ich schätze, wir haben auch keine Tränke mit dabei. Schaufler, nicht ausweichen. Verdammt. Was machst du, Georg? Georg. Na los. Lass mich jetzt hier nicht hängen. Georg ist gedämmt. Was zum Henker? Komm. Jetzt mach mal keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Georg. Komm. Schaufler. Na komm. So. Das ist doch einigermaßen effektiv. Wenn man denn nicht komplett. Alter. Feuerwirbel. Na komm, halt's aus. Na, halt's aus. Ja, komm, na komm, vergrab dich. Das ist gut. Dann kriegen wir vielleicht den Kampf noch geschafft. Super Trank. Ei. Na komm, bitte einsetzen. Nicht K.O. gehen. Ich habe, glaube ich, keine Items mit dabei. Na komm, Georg. Ich vertraue dir. Na komm, mach doch mal was. Lass dich doch nicht von den Galopper so klein kriegen. Ja, komm. Mach's alle. Und das dritte Pokémon kriegen wir nicht mehr hin, aber ja, wenigstens zwei. Ein paar Erfahrungspunkte. Level 42. Das ist eine sehr gute Zahl. Arcani. Na komm, schnell, Schaufeler. Feuersturm. Das wird er nicht mehr aushalten. Nein. Ja, sag ich doch. Eieiei. Smetbo, Tauboga und Glutexo. Ja. Das ist eine harte Nuss, dieser Pyro. Items. Was habe ich denn mit dabei? Bestimmt keine Beleber. Oh, ein Beleber. Sehr gut. Georg. Das ist ja spitze. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Feuersturm. Ja, das ist ein Flug-Pokémon. Das ist dramatisch. Tauboga wurde besiegt. Smetbo, Käfer-Pokémon in einem Feuerkampf. Halleluja. Ist das eine doofe Idee? Nur Stop-Trank auf Georg. Vielleicht kriegt er es ja noch hin. Ja, der hat dieselben Attacken mit Feuersturm und so weiter. Ah, es könnte hart werden. Aber ja. Den Versuch muss es doch wert sein. Los, Georg! Na komm, streng dich an! Na komm. Schaufler. Finale will ich gar nicht einsetzen. Das soll nicht das Mittel sein. 54, ach du Schande! Schande! Georg wurde besiegt. Auweia! Durch nur noch Glutexo. Mit 32. Wir sind verloren. Auwei. An Georg ist der Beste. Der kriegt das hin. Ja, gut. Wir haben eh schon verloren. Und die Autsch-Karte. Können wir jetzt einsetzen, was wir wollen, aber. Ja. Das wird nichts mehr. Am Arsch! Verkackt. Ja. First Try hat niemand gedacht, dass das was wird. Außerdem ist es nicht das First Try. Mindestens der zweite Versuch. Na dann. Alle guten Dinge sind 25. So ungefähr. Auf ein drittes. Ja, ich freue mich schon auf die Top 4. Auf die Top 4, da freue ich mich drauf. Eieiei.
vierte Pokémon Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu seien leichter. Also viel leichter. Gut für mich, weil in den letzten Pokémon-Editionen, wenn ich so an Pokémon Weiß denke, vor allem. Und jetzt hier in diesem Kampf, jetzt bei Pokémon Gelb, wie ich da mich bewiesen habe und da gezeigt habe, mit Pokémon Leveln ist nicht so meins. Muss ich ehrlich zugeben. Ich spiele Pokémon ja gerne, aber manchmal und in letzter Zeit. Naja. Ihr wisst Bescheid. Na dann. Zweiter Versuch. Ich glaube, wir kriegen einige Versuche hier runter. In diesem Part. Können wir ja ein paar reinpacken. Dafür haben wir heute Zeit. Da nehmen wir uns mal die Zeit und kämpfen heute ein bisschen. Ich würde eigentlich Schluck gerne für den Schluss aufbewahren und mit Georg starten. Das ist eigentlich, glaube ich, das Beste. Kung-Fu-Strahl. Naja, das klingt ja schon mal spitz an. Verwirrt. Nein, nicht Finale einsetzen. Was machst du denn? Nein, nicht. Nein, nicht. Uh-oh. Georg ist verwirrt. Hat sich selbst verletzt. Uh-oh. Ja, vielleicht sollten wir vielleicht doch Schlock mal kämpfen lassen. Hilfe. Georg ist nicht mehr verwirrt. Gräbt sich ein und ist schon fast K.O. Ja gut. Wunder besiegt. Haben wir zumindest Schlock mal fürs Ende. Vorausgesetzt, Georg übersteht jetzt den Galopperkampf. Wovon ich jetzt nicht ausgehen würde, aber gut. Items haben wir da noch was mit dabei. Wir verpulvern jetzt hier alle Items. Top-Genesung haben wir zwei von. Ja, einen verschwende ich jetzt hier. Einfach mal. Feuerwirbel. Na komm, halt's aus. Na komm. Georg, ich glaube an dir. Los, Kampf. Greif Wett an. Du hast doch schon bewiesen, dass du gegen Galoppa gewinnen kannst. Kriegst das hin. Gib dein Bestes. Schaufler, los. Bodycheck ist daneben gegangen. So, sehr gut. Schaufler ist eine sehr effektive Attacke hier. Und da haben wir doch mal eine reale Chance. Mit Sherlock dann hoffentlich am Ende. Vielleicht gehen wir auch noch ein bisschen von Georg auf. Im letzten Kampf und dann kann ein Wasser-Pokémon gegen das, wie ist das gleich noch? Ich habe mal im Stress gleich den Namen vergessen. Letzte Pokémon. Oh, das ist doch sicher. Kettenattacken hier. Das ist schlimm. Und da kann ich rundenlang nicht einsetzen. Das ist eine gute Attacke eigentlich. Sollte man mal sowas auch im Team einführen. Galoppa ist eigentlich kein schlechtes Viech. Sollten wir uns auch eins besorgen. Denn Supertrank wird dir nichts helfen. Und der Bodycheck auch nichts. So, Schaufler, zack, mach's alle. Nice. Und da war es nur noch einer. Die ersten zwei gehen doch schon mal schnell. So, kann ich mal einen Trank benutzen. Noch ist das Team fast vollständig. Ich sehe den Sieg schon kommen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ich weiß, aber ja, kann ja sein. Na komm. Ach, verdammt. So effektiv Arcanis Attacken. Arcani. Okay, brennt. Ja, Feuerheiler bräuchte man da jetzt. Das wäre nicht schlecht. Wo ist das Finale? Wenn du überhaupt noch einsetzen darfst. Oh man. Nein, darfst du nicht. Schluck. Wird Schluck das rocken? Eigentlich ist er ja im Typenvorteil. Könnte es hinkriegen. Aber er ist wahnsinnig weit unten drunter. Also er hat es unterlevelt. Blizzard? Reflektor, okay. Alles klar. Na komm, lass es Wunder wirken.
Ja, Wunder sehen anders aus. Bodycheck. Nein. 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 Verdammt. Ein Kolknarre wäre vielleicht doch besser gewesen als eine Eisattacke. So ein Shit. Ja, wie soll ich denn jetzt noch? Wie soll ich denn jetzt noch ohne Beleber und ohne Tränke da zurechtkommen? Was soll denn der Mist? Also mit dem Team, also das maximale Schlock noch, also Georg, wie ich bemerkt habe, und Schlock. Die anderen sind ja quasi nicht zu gebrauchen. Kannst du vergessen? Sind ja auch wahnsinnig unterlevelt. Ja, was willst du hier noch erwarten? Donnerschock, ja. Das ist Typ Feuer. Und Pikachu Level 29 gegen Feuer Level. Ja, ja. Donnerblitz. Ja, das kann sich nur um wenige KPs handeln, die ich da rausziehen kann. Also wenn er schon im roten Bereich wäre, ja. Dann wäre das vielleicht gut, aber... So, naja, da sehe ich schwarz für mein Team. Smetbo. Schlafbruder. Vielleicht sollten wir das am Anfang setzen. Hat keine Wirkung. Ja, natürlich. Ja, warum denn auch? Dutexo, ja. Wenn Dutexo im Kampf ist, dann das ist schon das Todesurteil, wie er das ist. Also, es ist schon das K.O., wenn Dutexo einsetzt. Ja, Feuer gegen Feuer. Da könnte es eigentlich schon sehen, dass ich verzweifelt bin und die letzte Karte ziehe. Da geht da nichts mehr. Na komm. Mach's kaputt. Feuersturm, ja, mach mich fertig. Ja, komm. Vierter Versuch. Ja, komm, das ist... Das sollte nicht sein. Na komm. Mach mich an Arcani. Zerschmetter mich. Dankeschön. So, auf ein viertes. Alle guten Dinge sind vier. Ja, dachte ich überdenken. Nach 500 Versuchen hat man auch vielleicht ein rundes Level erlangt, wenn man Nummer 2 besiegt. Ist vielleicht nicht ganz schlecht. Aber ich kann Schaufel außerhalb des Tanzes sitzen. Okay, ist noch nicht an der Zeit. Und dann sage ich mal Tausch mit Chillock. Chillock mit CH geschrieben. So habe ich zumindest gerade ausgesprochen. Na dann. Versuchen wir es doch mal. Sichern. Einmal kurz sichern. Au. Nein, das war ein tragischer Fehler. Jetzt habe ich die Tränke und den Beleber überschrieben. Ja. Start das neu mit allen Tränken nochmal. Aber jetzt ist es überschrieben, das Spiel. Und ja, jetzt müssen wir es so hinkriegen. Was ein Fehl. Aber irgendwann werde ich ihn besiegen. Und das kann jetzt einige Versuche dauern, aber ja, ist erst der dritte Versuch in diesem Part. Und wir haben Zeit. Versuchen wir es nochmal. Mindestens einen Versuch kriegen wir noch unter in diesem Part. Ja, dann war es halt dann einfach der vergebene Kampfespart oder jetzt auch mal der gewinnende Part. Kann ja auch mal was gut laufen, oder? Vielleicht ist der vierte Versuch ja der gute Versuch. Was? Das war ja ein Volltreffer. Und ich habe keinen Trinken mehr. Nice! Ja, dann müssen wir wohl noch trainieren gehen. Schaut wohl so aus, weil ohne Tränke ist jetzt hier ein bisschen kacke. Geht haben wir auch nicht. Müssen noch ein paar Trainer im Wasser besiegen, um erst danach hier antreten zu können. Und die sind auch stärker geworden. Vorher hatte ich Voluna mit einem Hieb besiegen können. Level 43, ja, das ist vor
Als wir begonnen haben, waren wir Level 41. Oh. Explosion. Na, was haben wir denn da? Ey, was denn? Jörg hat Finale vergessen und Explosion erlernt. Naja. Gut, hätte schlechter gekonnt, aber... Gut, das Gepiepe geht mir auf den Keks. Explosion. Okay, das ist gut. Ich hoffe, Explosion bringt was. Na komm, lass es was bringen. Zack. Rums. Ja, das bringt was. Aber auch meinen Tod. Das schadet mir selbst. Ja. Und wir wissen ja, Schlock hat keinen Effekt gegen Arcani. Ja gut. Es sei denn, es gibt hier eine Attacke, die was bringt. Ist natürlich gelähmt. Was denn auch sonst? Schlag wird ja schon von Galoppa besiegt. Spitze, so muss es sein. Ich glaube, wir gehen mal gleich im nächsten Part hier ein bisschen trainieren. Und dann, ja. Sind wir vielleicht in 2-3 Parts mal wieder bereit zu kämpfen. Oder? Könnt doch mal irgendwann mal bereit zu sein. Galoppa wurde besiegt. Immerhin. Ein neues Level für Schlock. Arcani, ja komm. Jetzt geht hier die Verliererparade los. Ja. Vielleicht darf ich noch einmal einsetzen und versuchen wir mal. Testen wir mal aus, damit ich auf den Knopf ausgerutscht. Was Aquaknarre so bringt. Nicht viel. Ja. Ich brauche halt Levels. Ich muss halt einfach mein Team auf Level 50 bringen. Um hier reinzukommen. Das ist der siebte Ohren. Ich weiß nicht, was ich hier erwarte, aber ja. Glutexo. Ich setze es jetzt schon ein. Daran merkt es. Ja. 4 Versuche. Ist mal ein Zeichen, dass wir noch ordentlich trainieren müssen. War ich schon vorher beim ersten Versuch. Das eindeutige Zeichen, aber ja. Ich wollte es mal versuchen. Und mit Georg ist es ja eigentlich ziemlich gut. Schon, ja. Georg ist nicht schlecht. Aber er kann halt alleine den Kampf nicht bestehen. Also. Da trainieren wir das Team. Vor allem Georg noch ein bisschen. Georg und. Der liebe Schlock. Der wird trainiert. Naja, hoffe ich doch dieser Part nicht allzu unanschaubar. Hat doch bestimmt Spaß gemacht, zumindest mir beim Versagen ein wenig zuzuschauen. Die Versuche waren noch gar nicht mal so scheiße. Also waren schon scheiße, aber nicht so scheiße. Deshalb, ja. Alle Pokémon von Zwergi wurden besiegt. Ist mal was ganz Neues. Ich mal direkt sagen, ich weiß jetzt nicht, wie lang dieser Part ist. Ich schau mal kurz aufs Öhrchen. Auf die Uhr. Dann können wir noch. Dann würde ich direkt mal raus ins Gewässer aufbrechen. Können wir schon ein bisschen trainieren. Haben wir nötig. Ja, auch gegen wilde Pokémon. Wir haben bestimmt hier ein paar Trainer umschifft. Haben ein bisschen umgangen. Können wir jetzt mal ein bisschen trainieren. Zumindest versuchen. Na dann. Explosion. Einfach das mal testen. Na komm. So, Tentacha wurde besiegt. Das gab noch nicht viele Level. So, aber gegen den können wir jetzt kämpfen. Ja, den haben wir umgangen. Ein Pokémon-Labor auf der Zinnoberinsel. Ja. Da waren wir schon. Da kommen wir gerade her. Ja, nicht aus dem Labor, aber Schönheit möchte kämpfen. Schönheit setzt Quapsel ein. Na dann, los, Schlock. Dann darf Schlock mal ein bisschen kämpfen. Wurde der besiegt jetzt durch Explosion? Ich vermute ja. Genau, Schlock gegen Quapsel. Bestimmt eine sehr gute Idee. Aber ja. Genauso eine gute Idee wie
Kampf gegen den Feuerarena-Leiter. Ja, haben eine bessere Idee vielleicht. Es geht. Ein bisschen scheint es ja zu wirken. Und das Corpse kriegen wir besiegt. Muss Blizzard. Blizzard ist eine sehr effektive Attacke. Ja, das Sherlock muss noch stärker werden. Body Slam. Das klingt ein bisschen wie Poetry Slam. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber ja. Ich bin schon verrückt geworden hier durch die Kämpfe. So, nein, ich möchte weiterkämpfen. Ein Gold King. Ich wollte gerade Goldini sagen. Ein Gold King. Na dann. Blizzard, weiter kämpfen. Vielleicht kann der ja hier noch ein neues Level dazu kriegen. Der Schluck. Verwirrt. Aber vielleicht wieder irgendwann Geld für Tränke und Beleber. Na gut, momentan sieht es nicht so gut aus. Na komm. Verwirrt kannst du keine Kämpfe bestehen. Ging daneben. Na komm. Hohen Attacke. Lässt dich hier von einem Gold King besiegen. Naja. Ist ja klar. Prinzipiell brauchen wir die anderen nicht so sehr zu trainieren. Schluck und Kirok sind hier die, auf die es eigentlich ankommt, aber gut. Die anderen müssen auch irgendwie trainiert werden. Nicht für diesen Kampf, aber vielleicht für später. Dann vielleicht, um mal in die Zukunft zu denken. Die Top 4 kommt ja auch noch vorbei. Und wir uns herausfordern. Und deshalb, ja, wäre es vielleicht nicht schlecht, die anderen auch mal irgendwie zu trainieren. Fliegen. Na komm. Das Goldking kriegen wir noch hin. Zack. So. So, fliege nochmal. Das Goldking besiegen wir, den Trainer kriegen wir gebacken. Ist ja nicht allzu schwer. Ist ja nur ein schwimmender Trainer auf der Route. So. Zwerge besiegt Schönheit. Tja, Alter vor Schönheit. Wie man so gut sagt. Und ich lasse mein Pokémon-Team heilen. Ich will ja die beiden vor allem trainieren. Und ja. Pokémon Center, heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Ja. Hier, einmal die Pokémon. Na komm, nimm, mach schon. 2, 3, 4, 5, 6. Na dann. Weiter geht's. Auf dem Weg zum ja, Sieg gegen eine alte Pyro. Ja. Bedarf wohl noch eine Menge Training gegen Trainer hier auf dieser Route. Im nächsten Punkt. In diesem Part noch ein klein wenig, aber hauptsächlich im nächsten Part. Und vielleicht im übernächsten Part mal schauen, wie viele Parts wir dafür aufwenden müssen. Platsch, Georg versinkt im Wasser. In Stein. Na, komm, hier ist der nächste Trainer. Wollen wir den noch herausfordern? Ich speichere mal hier kurz. Na, gespeichert. Den fordern wir noch heraus. Den oder die. Das ist hier nicht so ganz eindeutig. Na komm. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Schön für dich. Jetzt kannst du sie behalten. Ah, ist eine Sie. Jetzt kannst du sie behalten oder sie verkaufen für viel Geld. Schönheit möchte kämpfen. So viele Schönheiten hier am Wasser rumplanschend. Na, das kann ja nur Spitze sein. Dann würde ich mal sagen, Schaufner unter Wasser. Ja, gräbt sich unter Wasser ein, das ist ja. Ja, logische Dinge in Pokémon. Sehr logisch. Oh, die hat sogar drei Pokémon. Jetzt nur noch zwei. Aber ja. Wir dürften das schnell hinkriegen mit Schaufler. Und geht auch auf dem Meer.
Muschas, ja, macht irgendwas. Wird ihm nicht viel helfen. Oh, da hat er noch ein KP. Wie hat er das denn hingekriegt? Ich werde bestimmt jetzt Erdbeben einsetzen. Um das Ganze noch unrealistischer zu machen. Ja. Obwohl Erdbeben auf Wasser, das geht unter Umständen. Das geht durchaus, ja. Kann man machen. Ist gar nicht so unrealistisch. Und das Erdbeben sucht sich ja nicht aus, ob das Land oder Wasser betrifft. Heißt dann, glaube ich, anders. Und das wirkt sich dann bloß irgendwie in anderen Sachen aus. Ich kenne mich da nicht so mit aus. Ich kann mich da jetzt hier keine Vorträge drüber halten, was bei Erdbeben so passiert. Aber ja. Da habe ich mal was gehört. Ja. Ostos ist schon ein bisschen ein härterer Bocken. Die Schale ist nicht so leicht zu knacken. Nicht so schwer. Na komm, Jörg wurde besiegt. Na, dann ist das wohl ein Fall für... Los Pikachu! Du bist dran. Los Pikachu, Donnerschock! Das wollte ich auch noch einmal in diese Part sagen. Zack, so aus das besiegt. Pikachu war spitze. Ein paar Erfahrungspunkte und Level 30. Pikachu Level 30. Zeige besiegt Schönheit. Ja. Lass die Finger von meiner Perle. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ich schiffe hier wieder zurück, um Jörg zu beleben. Ja, kann man immer so machen. Dauert es mit reinschneiden. Deshalb kann ich es ja sagen. Mal schauen, ob ich das Letztest, das besagte Letztest auch mal hinkriege. Es gab ein technisches Problem, was das verhindert hat, dass wir das heute spielen, aber ja. Musste ihn das doch noch rauskramen. Aber ja. Das spielen wir bestimmt nochmal. Ah, da ist der nächste Trainer. Den gibt es im nächsten Part. Bis dahin. Man sieht sich in einem anderen Video wieder oder im nächsten Part. Habe es noch einen angenehmen frostigen Tag. Ich sichere hier mal das Spiel ab. Das musste ich gerade mal finden. Das ist. Na dann. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.